Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe aus der Sendereihe Lebensweisen. Heute bin ich in Magdeburg und da ist etwas ganz merkwürdig. Hier in diesem Bundesland Sachsen-Anhalt sind rund 80 Prozent der Menschen konfessionslos. Und genau hier plant der Orden der Prämonstratenser ein neues Kloster. Ich kann es kaum glauben. Hallo. Grüß Gott. Mein Name ist Robel. Grüß 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 Gott. Sie sind. Pater Clemens. Ich suche das Prämonstratenserkloster, das Neue. Ist das hier? Leider nein. Hier ist das Alte, das Provisorische. Aha. Können Sie mir ein bisschen was erzählen über das Neue? Ja ist? und ob. Pater Clemens, wie reagieren denn die Magdeburger auf so ein Klosterneubau? Im Jahre 2019/2020 interessiert ihr das überhaupt? Ganz unterschiedlich, weil es ja die Magdeburger als Standard auch nicht gibt. Da sind wie überall ganz unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Charaktere, unterschiedliche Einstellungen und auch unterschiedlichen Interesses. Also wir erleben alles von starkem Interesse, gerade so aus der, der promonstratensischen Vergangenheit hier der Region, bis hin zu völligem Desinteresse. Da gibt es natürlich solche Elemente wie, was bringt uns Magdeburger an das Kloster? Und die einen sagen Kultur, die anderen sagen, naja, Christen tun auch was für die Armen, tun was für die Erziehung und Bildung oder auch für das berühmte Wort Spiritualität. Und das ist ja so ein Thema, das von mehr Menschen aufgegriffen wird, als man so denkt. Ich würde gerne konkret auf den Klosterbau kommen. Wie finanzieren Sie das? Sind da öffentliche Mittel drin? Ich meine, das wird ja sicherlich nicht nur 50.000 Euro kosten, sondern das wird ja ein bisschen mehr kosten. Wo kommt das Geld her? Na, wie wenn Sie ein Einfamilienhaus bauen, dann kriegen Sie ein bisschen was für die Wärmedämmung, äh, eventuell für eine alternative Heizung. Wenn das möglich ist, wir versuchen das hier durch Fernwärme zum Beispiel zu lösen. Aber bei einem anderen haben Sie entweder Geld, haben wir nicht. Oder Sie müssen sehen, dass Sie es verdienen. Tun wir, aber schaffen wir nicht genügend. Unser Schärflein versuchen wir beizutragen. Und sonst können Sie nur betteln gehen. Betteln im Sinne, äh, fragen, wer kann etwas dabei tragen und ist gewillt, das zu tun. Und äh, ist das eine gute Sache nach seiner Überzeugung? Wir bekommen etwas vom Bistum Magdeburg, das nicht mehr so über die finanziellen Mittel verfügt, wie das ursprünglich gedacht war. Uns unterstützt, wie ja überhaupt den ganzen Osten, das eine oder andere großzügige Bistum im Westen. Also eine ganze Zahl, darf ich sogar ehrlicherweise sagen. Und dann gibt es viele, viele einzelne Spender. Es gibt einzelne Stiftungen, Familien, die uns wohlgesonnen sind und sagen, wir müssen mit solchen Dingen nach vorne gehen. Und ansonsten müssen wir eben da viel Werbung für machen. Also wenn das Geld zusammenkommt, dann weiß ich, es gibt eine ganze Zahl von Menschen, die möchten, dass das wird. Die Prämonstratenser. Wofür stehen die Prämonstratenser? Woher kommen sie? Die Prämonstratenser sind eine Ausrichtung von Orden, der aktives Tun in der klassischen Seelsorger, Pfarrer, Kapläne, aber auch Religionslehrer, Missionare, Dozenten, Einerseits mit einem klösterlichen Leben im Kloster, andererseits kombiniert. Das entspricht der Regel des heiligen Augustinus, der ältesten Ordensregel der westlichen Kirche, indem er seine Priester wie geistliche Freunde in einem Haus versammelt hat. Und das hat der heilige Norbert von Xanten, als er unseren Orden gründete, aufgegriffen. Und das ist auch unsere Spiritualität. Also. Tätig zu sein in der Seelsorge, aber als Gemeinschaft gemeinsam zu leben, äh, gemeinsam zu beten und gemeinsam von einem Ort aus zu wirken. Und dazu gehört natürlich sowas wie gemeinsame Mahlzeiten und mehrfach täglich gemeinsames Chorgebet, auch eine gemeinsame Kasse und Ähnliches. Warte, Clemens, jetzt haben wir die ganze Zeit über diesen Neubau gesprochen, jetzt möchte ich ihn aber auch mal sehen. Jetzt sind wir hier. Das ist ja, so wie es aussieht, noch ein Gemeindehaus. Das scheint nicht das neue Kloster zu sein, oder? Sozusagen der erste Schritt dahin, das sind die Arbeitsträume, sprich für die Gemeinde und Studentengemeinde, wo wir in unserer pastoralen Arbeit auch tätig sind. Aber das Geschäftsmodell der Prämonstratenser, wenn ich das als Unternehmer so formulieren würde, ist. An einem Ort beten, an einem Ort gemeinsam arbeiten und an einem Ort gemeinsam wohnen. Und mit dem Wohnen hapert es noch ein wenig. Und dazu dient jetzt der Klosterbau. Immer mehr Menschen treten sowohl aus der protestantischen als auch aus der katholischen Kirche aus. Ich lese fast jeden Monat, dass irgendeine Kommunität eines Ordens geschlossen wird. Warum um Gottes Willen ein Klosterneubau? Wer braucht das? Ja, wir. Wir Warum? Magdeburger gegen den Trend weil wir Gott sei Dank in unserem Orden nicht genau dieselbe Situation wie bei vielen anderen haben. Wir haben immer wieder Nachwuchs, also jetzt nicht so, dass wir riesig wachsen, aber dass wir uns ganz gut halten, das ist das eine. Und wenn Sie in einer Krise sind, kirchlich, sind wir das ja nun derzeit in Deutschland und im Grunde Mitteleuropa durchgängig, dann muss man ja überlegen, was man tut künftig. Und das heißt ja nicht... Wir wursteln weiter, die berühmten 3W, sondern man muss auch überlegen, ob ich was anders mache. Für uns anders machen heißt, wir wollen in eine völlig anders strukturierte Gegebenheit der Gesellschaft, hier in Magdeburg, in den neuen Bundesländern mit extremer Säkularisation. Weniger als 4% Katholiken, weniger als 12% Protestanten, fast keine Juden, kaum Moslems. Der Rest gehört keiner Religion an. Und das ist uns für, für uns sozusagen ein Ort des Lernens und des Dialoges. Lohnt sich das wirklich? Also, wenn, wenn Sie sagen das ja gerade, also über 80 Prozent auch im ganzen Bundesland Sachsen anhalt sind konfessionslos. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, damit das Gerücht vom lieben Gott äh, zu allen Menschen dringt. Und da ist die Zielgruppe ja besonders groß für dieses Gerücht, wenn wir das mal so betrachten wollen. Was machen Sie, wenn. Also ich treffe, egal ob es in den neuen Bundesländern ist oder in den alten Bundesländern das Leute, so, Kirche okay, interessiert mich nicht mehr. Wie wollen Sie die dann erreichen? Also wenn wir Berührungspunkte zu Menschen haben, gehe ich davon aus, dass man schon miteinander ins Gespräch kommt. Und das ist ja auch die Erfahrung. Das ist das Mindestprogramm sozusagen. Aber es ist auch so, wenn ein Kloster zu einer Stadt gehört. Und deshalb habe ich gesagt, wir Magdeburger brauchen das. Nicht nur wir Magdeburger Prämonstratenser, sondern wir Magdeburger Bürger, die ganze Stadt, damit in dieser Großstadt mit fast 250.000 Einwohnern an einer Stelle auch so etwas wie ein Kloster ist. Das gehört, denke ich, zu einer christlich-abendländischen Kultur, über die wir ja derzeit sehr viel reden. Aber vielleicht nicht so viel tun. Und äh, es gehört auch dazu, die monastische Lebensweise, die wir Prämonstratenser ja mit äh, Seelsorgsarbeit verbinden, also aktives und kontemplatives Element verbinden, in unserer Gesellschaft zu platzieren. Aber so ein Investment in ein Kloster ist auch ein Risikoinvestment. Aber das ist immer, wenn Sie in etwas Neues hineingehen. Und wir sind der Meinung, besser in ein Risiko in die Zukunft hinein investieren, als in Verluste der Vergangenheit. Das klingt für mich toll, wie im Werbeprospekt. Aber wie jetzt konkret? Wie wollen Sie Menschen erreichen, die eben nicht kirchennah sind? Ja, da sprechen Sie genau eine Herausforderung an, die ich hier in Magdeburg, wie auch sonst in den neuen Bundesländern, als etwas anders als im Westen erlebt habe. Im Westen ist es so, auch wenn jemand mit der Kirche gebrochen hat, geht er gar selbstverständlich in den Kölner Dom, weil das ist ja ein öffentliches Gebäude. Kirche ist öffentlich. In Magdeburg äh, bringen Sie keinen zu einem Pfarrfest. Der nicht eine schriftliche Einladung persönlich und gedruckt hat, weil der empfindet, die Kirche ist so was wie das Vereinsheim eines Tennisclubs. Da kann man nicht rein, wenn man nicht Mitglied ist oder eine persönliche Einladung hat. Und das genau wollen wir ändern. Also Sie haben aber nicht Angst, dass Sie. Ich meine, das ist eine Stadt der, der Reformation, äh, Magdeburg. Ich meine, das sind jetzt auch nicht wahnsinnig hohe Zahlen, 8,8 Prozent Protestantenanteil, aber. Haben Sie da nicht Angst, als Katholiken untergebuttert zu werden von 8,8 Prozent? Nein, wir sind ja immerhin auch fast halb so groß. Aber ich denke da nicht in Zahlen, sondern wir sind eigentlich darauf angewiesen, als christliche Kirchen miteinander zu gehen. Schauen Sie, hier nebenan ist ja nicht eine evangelische Gemeinde, sondern sogar zwei: eine der normalen Landeskirche und eine reformierte Gemeinde, die noch eine eigene Liturgie und einen eigenen Akzent hat. Wir drei nebeneinander zeigen eigentlich die Vielfalt, die in der Christenheit herrschen kann. Und uns ist völlig klar, dass das ganz im Sinne des Evangeliums als Einheit einen besseren Zeugnischarakter hat, als wenn man nebeneinander oder gar gegeneinander ginge. der Klosterneubau eben auch eine Idee, um christliche Nächstenliebe wieder mehr ins Land zu tragen? Also in dem Sinne, dass der Klosterneubau ein Symbol dafür ist. Kloster will ja deutlich machen, Menschen leben in einer alternativen Lebensweise, weil sie die Idee des Christentums für so wichtig halten, dass sie ihr eigenes Leben erfüllt. Dazu gehört wesentlich Nächstenliebe. Wenn man nicht die Nächstenliebe oder Liebe zu den Menschen hat, dann wird die klösterliche Existenz misslingen. Weil der Mensch liebt nicht nur, er lebt nicht nur davon, dass er Liebe erfährt, sondern auch Liebe gibt anderen. Wenn sie sich nie jemandem zuwenden können, dann fehlt ihnen was. Und ein Kloster ist ein Ort, wo das passieren muss. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise sein. Das kann von dem Butterbrot an Obdachlosen beginnend äh, gehen bis äh, zu Seminaren, wo man darüber spricht, Unterricht. Das Kloster ist jedenfalls der Ausgangsort von so etwas. Pater Clemens, was ist denn dann hier baulich eigentlich konkret geplant? Also wir bauen einen Neubau für die für uns fehlenden Wohnräume. Die bestehen aus den Zimmern für die Einzelnen. Denken wir jetzt an 6 bzw. Plan sechs: ein gemeinsames Refektorium, also den Speiseraum, ein gemeinsames Wohnzimmer, Rekreation genannt, und was uns ganz wichtig ist, Gästezimmer. Dahinan sollen drei Gästezimmer, dass äh, zu uns Menschen kommen können, die mit uns wohnen wollen. Da gibt es äh, junge Männer, die überlegen, ob vielleicht eine klösterliche Existenz für sie in Frage kommen könnte. Da gibt es manchmal auch junge Männer und Frauen, die einfach eine Bleibe suchen und in dem Kloster aufschlagen. Es soll vorgekommen sein, dass der eine oder, andere oder die andere davon dann hinterher dachte, das habe ich ja noch nie erlebt, das wäre was für mich, habe ich schon selbst erlebt, gar nicht so selten. Und natürlich auch, wenn sich mal jemand zurückziehen will. Der in so einem Konvent das ganz gern täte. Also, Priester aus der Diözese oder benachbarten Diözesen sind da ganz typisch für. Und Menschen, die ein Kloster für nicht völlig unverträglich halten. Pater Clemens, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke Ihnen für das Interesse.